Guten Abend, herzlich willkommen an der Bucerius Law School. Mein Name ist Michael Günberger und ich bin der Präsident dieser wunderbaren Institution. Ich freue mich sehr, dass heute so viele Studierende, Gäste zu uns an die Bucerius Law School gekommen sind. Wir hatten im Vorfeld deutlich mehr Nachfrage als Sitzplätze und es schaut, dass es jetzt gerade so ausgeht und das finden wir natürlich sehr toll. Wir haben ein Thema, das mit Blick auf die vergangenen Landtagswahlen und Blick auf die im nächsten Jahr anstehende Bundestagswahl aktueller nicht sein könnte. Was bewegt den Osten? Das Thema ist natürlich auch ein bisschen schwierig formuliert, weil es sich so anhört, als ob wir den Osten zum Untersuchungsgegenstand machen. Wir aus dem Westen schauen uns den Osten an. Auch da ist ein bisschen Framing natürlich dabei, was wir uns bei solchen Fragestellungen natürlich immer wieder auch in Erinnerung rufen müssen. Dieses Thema ist für uns an der Bucerius Law School ein zentrales und wichtiges Thema, weil wir im Kern, und das zeigen auch die Referenten und die Moderatorin des heutigen Abends, weil wir im Kern vier unterschiedliche soziale Systeme versuchen miteinander in Einklang zu bringen, die sich, jedenfalls wenn man systemtheoretisch vorgebildet ist, produktiv irritieren können, aber mehr vielleicht manchmal auch nicht. Das ist natürlich die Politik, die wir heute hier vertreten haben in Person von Carsten Schneider, Staatsminister, Ostbeauftragter, der krank ist, der allerdings hier per Zoom bei uns zugeschaltet ist. Und wir freuen uns sehr, dass Sie, lieber Herr Schneider, diesen Einsatz zeigen. Herzlich willkommen bei uns an der Law School. Bitte Sie, hallo. Wir haben die Wissenschaft, ein schwieriger Begriff, genauer gesagt die Soziologie. Und wir haben hier Steffen Mau, den Sie alle kennen, weil er zurzeit als etwas salopp verliert, einer der Erklärer dieser Nation unterwegs ist, in vielen Foren. Aber genau das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir aus einer soziologisch empirisch basierten Basis tatsächlich uns auch Erklärungsmuster erarbeiten können und sie anbieten können, weil auch das Orientierung bietet. Herzlich willkommen, Steffen, hier in der Bucerius Law School. Wir haben einen dritten Akteur, und das sind die Medien. Die Medien, die in dieser Debatte eine wichtige Rolle spielen. Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie, Stichwort, wie können wir unsere Zuhörenden, Lesenden noch stärker engagieren, die vielleicht ganz bewusst als Frage formuliert, ihrem demokratischen Auftrag, so sie denn einen haben, vielleicht nicht immer hinreichend gerecht werden. Ich freue mich, dass es heute ganz anders der Fall ist mit Marieke Reimann, die heute hier das Podium moderieren wird. Herzlich willkommen. Und schließlich die Rechtswissenschaft, das Recht. Das Recht, das in einer heterogenen, pluralistischen Gesellschaft die Aufgabe hat, unterschiedliche Tendenzen, der Verlust von einheitlichen, normativ-ethischen Wertvorstellungen auszugleichen durch eine immer dichtere Regulierung. Das ist ein Prozess, der sich so gar nicht anders abbilden lässt. Das ungleich Vereinte ist auch etwas, was vielleicht, auch da wieder ein Vielleicht von mir gesetzt, vielleicht auch eine Verursachung des Rechts ist. Wir haben gerade im Vorgespräch miteinander gesprochen, Steffen Mau und ich, inwiefern es denn Daten gibt, ob der Einigungsprozess wie in den 1990ern abgelaufen ist, der Beitritt der damals neuen Bundesländer zum Grundgesetz über Artikel 23, ob das dauerhaft die beste Lösung war. Es war damals besonders von den Stakeholdern der Staatsrechtslehre, der deutschen Rechtswissenschaft, prononziert so vertreten worden. Man wollte ja das Beste, was es auf der Welt gibt, nicht aufgeben. Und das war vielleicht auch einer der Fehler, eine Rechtswissenschaft, die zu sehr auf ihren Erfolgsstandpunkt beharrte und es nicht genug Mut hatte, um einen Wert der Bucerius Law School zu nennen, nicht genug Mut hatte, auch das eine oder andere Neues zu wagen. Sie sehen also ein Thema, das bei uns sehr gut aufgehoben ist und zu Hause ist. Ich freue mich auf die Veranstaltung, ich freue mich, Ihnen jetzt aber Manuel Hartung anzukündigen, Vorstandsvorsitzender der Zeitstiftung Bucerius, der auch noch das eine Grußwort an Ihnen Sie richten möchte. Herzlich willkommen bei uns. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Michael Grünberger, meine Damen und Herren. Wie wunderbar, dass es gelungen ist, dass zwei Institutionen, die Zeitstiftung Bucerius als Institution der Zivilgesellschaft, aber
die Bezirks Law School als Institution der Wissenschaft einen so vollen Saal heute zu haben zu diesem wunderbaren Thema. Und ich bin ganz dankbar für diese großartige Einführung über die verschiedenen Systeme, die es gab. Und ich möchte nur noch drei kleine Lernerfahrungen mit Ihnen teilen. Ich habe nämlich von unseren drei Gesprächspartnern heute wahnsinnig viel gelernt. Von Steffen Mau habe ich was über Zoologie gelernt. Von Marieke Reimann habe ich was über Soziologie gelernt. Und von Carsten Schneider über Geografie. Man könnte auch sagen, von Steffen, von dir, über Gesellschaftstiere. Marieke Reimann, von dir, über Führungskräfte. Und von Carsten Schneider, von Staatsminister Schneider, habe ich was über Zukunftswege gelernt. Und das will ich kurz mit jeweils einem Satz begründen. Die Gesellschaftstiere. Steffen Mau, einer der wirkmächtigsten Erklärer dieser Welt, hat ein wunderbares Bild in einem Aufsatz gefunden. Danke. Ja? Ein wunderbares Bild in einem Aufsatz gefunden, das mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Ein Bild, dass es Gesellschaften gibt, die die Form eines Kamels haben und Gesellschaften gibt, die die Form eines Dromedars haben. Jetzt wissen Sie alle, Kamel ist, das ist nicht das auf der Camel-Packung, ne? Das Kamel ist das mit den zwei Höckern und das Dromedar ist das mit dem einen Höcker. Also ist eine Gesellschaft so wie ein Kamel, ja, zwei Höcker, gespalten, polarisiert und in der Mitte ist eine große Kluft? Oder ist es eher wie ein Dromedar, eine große Mitte mit kleinen Rändern? Und dieses Bild begleitet mich, seitdem ich das kenne und auf die Welt blicke, weil ich immer denke, ist diese Gesellschaft vielleicht in Deutschland noch eine Dromedar-Gesellschaft oder ist sie schon eine Kamelgesellschaft? Und bei den USA verhält es sich möglicherweise andersrum. Also viel gelernt aus dem Gebiet der Zoologie über diese Gesellschaft. Von Marieke Reimann habe ich etwas über Soziologie gelernt, über Führungskräfte, denn es gab, glaube ich, keinen Kommentar in den Tagesthemen in den vergangenen Jahren, der so viral ging wie dein Kommentar nach der Europawahl. Der Kommentar, viele hunderttausend Mal abgerufen bei dir auf deiner Seite, aber auch in der ARD gesehen, der Kommentar, in dem du gezeigt hast, dass 20% der Menschen ostdeutsch sozialisiert sind. Aber nur 12,2% der Führungskräfte ostdeutschen Hintergrund haben. Und ich finde, dass diese Diskrepanz eine ist, die viel aussagt über diese Gesellschaft und dass das so breite Aufmerksamkeit gefunden hat, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Zeichen. Und drittens von Carsten Schneider, die Geografie. Von Ihnen, lieber Herr Schneider, habe ich etwas über Zukunftswege gelernt. Denn Carsten Schneider ist der Schirmherr der Initiative Zukunftswege Ost. Und Sascha Surke aus dem Team der Zeitstiftung Bucerius, einer der Köpfe, ist heute Abend auch hier bei uns. Carsten Schneider ist Schirmherr der Initiative Zukunftswege Ost, mit der eine ganze Reihe von Institutionen und Stiftungen, ja, unter anderem die Zeitstiftung Bucerius, aber auch die Zelleck-Stiftung aus Dresden, die Freudenberg-Stiftung, Stiftung Bürger für Bürger in Halle und eine ganze Reihe anderer, sich überlegt haben, was hilft eigentlich in dieser Situation? Was hilft eigentlich, um Zivilgesellschaft zu stärken in Ostdeutschland? Und da hilft eben nicht, dass man irgendwie aus Hamburg dahin guckt und irgendwie sagt, so müsst ihr es machen, sondern da hilft, die Menschen vor Ort zu unterstützen, die Ideen haben, die was verändern wollen. Und es ist ein Gemeinschaftsfonds gegründet worden, für den es viele hundert Anträge gab, wo kleine Summen für zivilgesellschaftliche Projekte vergeben werden können. 5.000 Euro beispielsweise können beantragt werden, ganz unbürokratisch, um die Zivilgesellschaft vor Ort zu stärken. Und ich glaube, das sind die Initiativen, die man jetzt braucht in einer solchen Zeit, um zu schauen, wie kann man vor Ort tatsächlich etwas tun. Und deswegen bin ich sehr froh, Carsten Schneider, dass Sie die Schirmherrschaft übernommen haben dafür und das an ganz vielen Stellen vorantreiben und das Wort auch weitertragen, sodass auch in den nächsten Runden wieder viele hundert Anträge auch erwartet werden können. In diesem Sinne, diese drei Lernerfahrungen wünsche ich Ihnen vielleicht auch. Zoologie, Geografie, Soziologie. Gehen Sie gemeinsam auf Zukunftswege, schauen Sie auf Gesellschaften, die vielleicht unterschiedliche Formate haben und seien sich bewusst, welche Ungleichheiten es gibt und helfen Sie mit, diese zu beheben. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend und bin ganz gespannt auf die Diskussion. Schön, dass Sie hier in der Bucerius Law School sind. Vielen Dank. Ja, jetzt sind wir an der Reihe. Vielen Dank für die Vorreden. Herzlich willkommen zu unserem Abend. Ich freue mich, dass so viele Leute den Weg hierher gefunden haben.
Es wurde in den vergangenen Wochen ja viel über den Osten geredet. Die große Angst, Zukunft in Ostdeutschland, 3 Tage in Ostdeutschland, Frust und Heimatliebe, Wahlen in Ostdeutschland, Stresstest für die Demokratie und so weiter und so fort. Sie denken echt, Sie sind bei Stephen King gelandet, wenn Sie sich den Großteil der Berichte über den Osten anschauen. Ganze Horden von JournalistInnen sind in die 3 Bundesländer, in denen gewählt wurde. Es sind nämlich nicht komplett der Osten gewesen, sondern es waren Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Auch das ist in der Berichterstattung ja öfter mal schief gewesen. Also ganze Horden von diesen JournalistInnen sind in die 3 Bundesländer quasi eingefallen und wollten mal wieder gucken, was da so los ist, wie der Osten so tickt, als würde man in den Zoo gehen und gucken, was der Affe so macht. Also diese Art des Sprechens über den Osten, die ja symptomatisch ist für eine oft stereotype Berichterstattung, mit der ich mich ja auch beschäftige. Damit wollen wir heute brechen und uns darüber unterhalten, warum es immer noch derart große strukturelle Unterschiede gibt. Woher das kommt, dass 30% der Wählenden AfD wählen und vor allem aber auch, was das für die anderen 70%, die das nicht tun, bedeutet. Ich möchte darüber mit Steffen Mau und Carsten Schneider sprechen. Steffen Mau, das ist der hier neben mir sitzt. Der ist 20 Jahre vor mir, nämlich 1968 im gleichen Stadtteil wie ich geboren. Lustigerweise sind wir beide aus Rostock-Lüttenklein. In der DDR lernte er erst noch Elektriker und studierte dann später Soziologie. Dem ist er dann treu geblieben und heute einer der bekanntesten deutschen Soziologen und Professor für Makrosoziologie am Institut für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Uni in Berlin. Herzlich willkommen nochmal von mir. Carsten Schneider ist der blasse Typ mit der Brille, der uns per Zoom zugeschaltet ist. Er ist 76 in Erfurt geboren und seit 98 springt er schon im Bundestag rum und seit 3 Jahren ist er Staatsminister beim Kanzler und der Beauftragte für Ostdeutschland. Hallo Carsten Schneider. Grüße Sie. Hallo nach Hamburg. Herr Mau, ich fange mal bei Ihnen an. Also jetzt sind wir 35 Jahre nach der Friedlichen Revolution, haben aber immer noch knapp 30%, die im Osten im Niedriglohnsektor arbeiten. Wir haben immer noch ungefähr 824 Euro brutto weniger Lohn im Osten. Eigentlich bezahlt der Osten bloß 2% Erbschaftssteuer, wenn man Berlin weglässt und so weiter und so fort. Ist es nicht völlig natürlich, dass die Ossis da einfach einen Stinkefinger hoch in die Luft recken und sagen, also wir fühlen uns ganz schön veräppelt? Naja, das provoziert mich jetzt insofern, als ich immer sage, die Einigungsbilanz ist durchwachsen. Also man kann nicht nur die negativen Sachen sehen. Es gibt auch vieles, was sich extrem positiv entwickelt hat. Es gibt ostdeutsche Bundesländer, deren ökonomisches Wachstum ist jetzt oberhalb des Bundesdurchschnitts. Wir haben eine Angleichung der Renten. Die Lebenszufriedenheit in Ost und West ist fast auf demselben Niveau. Also es gibt auch ganz viele Dinge, die man sozusagen auf der Habenseite verbuchen kann. Und nicht zuletzt 80% der Ostdeutschen, je nach Umfrage, ziehen eigentlich eine positive Einigungsbilanz. Die sagen, wir sind eigentlich Gewinner der deutschen Einheit. Und das muss man beides zusammendenken. Also es gibt sozusagen sowohl das, was auf dem Habenkonto, wie auch das auf dem Soll- oder noch zu tun Konto ist. Und ich würde sagen, bestimmte Unterschiede werden sich wahrscheinlich auch nicht so schnell verändern. Also dass sich das Erbschaftsvolumen jetzt über die nächsten 10 Jahre enorm vergrößert oder der Anteil an den deutschen Erbschaften, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Löhne werden ein Stück weit hochgehen. Da gibt es auch schon Entwicklungen. Wir haben auch Industrieansiedlungen in Ostdeutschland. Wir haben auch eine Fachkräfteknappheit, was wieder die Löhne ein Stück weit nach oben schieben wird. Also das Bild ist durchwachsen. Und wenn man sagt, sind die Leute jetzt alle frustriert oder ist es nicht Grund für Frust? Ich würde sagen, den kann man möglicherweise anders noch besser begründen, vielleicht nicht nur mit diesen ökonomischen, materiellen Faktoren. Wenn wir jetzt hier so sitzen, zu 2,5 oder zu dritt, wie auch immer, vielleicht müssen wir und über die Ostdeutschen sprechen. Vielleicht müssen wir da, das haben Sie ja in Ihrem Buch, das aktuelle Buch heißt Ungleich vereint, ich mache mal kurz ein bisschen Werbung, darum geht es ja auch ein bisschen auch heute Abend, haben Sie auch aufgemacht, es gibt eigentlich nicht die Ostdeutschen, diese Ostdeutschen. Es gibt so ganz unterschiedliche Identitäten von Ostdeutschen. Aber über welche sprechen wir jetzt hier heute Abend? Was ist so der kleinste gemeinsame Nenner eines Ostdeutschen, auf den wir uns hier heute einigen können? Ja, ich bin ja sonst mit Dirk Oschmann nicht immer einer Meinung oder meistens haben wir sogar einen Dissens. Aber er hat eine interessante Beobachtung gemacht in seinem Buch. Und zwar lautet die, wenn Sie den Spiegeltitel »So ist er, der Ossi« lesen,
dann, wenn Sie sich dann angesprochen fühlen, dann sind Sie Ostdeutscher. Und wenn Sie sich nicht angesprochen fühlen, dann sind Sie kein Ostdeutscher. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Unterscheidungskriterium. Das kann jeder ja mal für sich anwenden. Das funktioniert ganz gut. Sonst haben wir natürlich andere Definitionen. Leute, die da leben, der ostdeutsche sozusagen Sozialisationshintergrund, wo die Eltern herkommen. Aber es gibt natürlich auch viel Mischvolk in Anführungszeichen, also Leute, die sowohl als auch sind. Es gibt auch viele Leute, die mit einer ostdeutschen Identität nichts zu tun haben wollen. Aber ich würde schon sagen, Ostdeutschland existiert nach wie vor als historischer und sozialer Erfahrungsraum, auf den sich Menschen beziehen, Menschen, die in Ostdeutschland leben, aber auch Menschen, die möglicherweise woanders leben und biografisch irgendwie eine ostdeutsche Prägung haben. Dann haben wir das gut eingegrenzt und jeder kann nochmal überlegen, ob er sich von dem Spiegelcover angesprochen fühlt. Wer das nicht tut, der googelt das jetzt einfach mal und guckt nochmal, was wir meinen. Ich glaube, die anderen wissen schon, worum es geht. Carsten Schneider, ich glaube, Sie sind mit der zumindest auffälligste Ostbeauftragte, der aus meiner Perspektive in den letzten Jahren so rumgelaufen ist. Ich sehe Sie ständig irgendwo Bratwurst essend mit Leuten rumklönen und so weiter. Wie ist denn so die Kommunikation mit den Menschen vor Ort? Also wenn Sie da rumlaufen, was für Feedback erhalten Sie als SPD-Bundespolitiker im ländlichen Osten mit Bratwurst? Ja, Bratwurst esse ich natürlich nur in Thüringen. Da sind wir sehr eigen. Ich bin erstmal dankbar, dass so viele Menschen gekommen sind nach Hamburg. Es tut mir leid, dass ich nicht da sein kann, aber ich bin begeistert, dass sich so viele für dieses Thema interessieren. Und letztendlich heute auch zuhören. Ich bin wirklich sehr, sehr viel unterwegs, das stimmt, weil ich versuche, die Brücke zu bauen zwischen dem, was wir in Berlin an politischen Entscheidungen haben, aber auch, was die Aufmerksamkeit in Ostdeutschland für Bundespolitik betrifft und ja auch zu erklären. Es ist zwar mühselig, aber ich für mich würde sagen, auch erfolgreich, mag jetzt komisch klingen angesichts der Wahlergebnisse, aber die sind lange angelegt, sind auch nicht überraschend. Also das war ja nicht nur die Landtagswahlen, sondern davor hatten wir ja auch die Europawahl, auch die war sehr eindeutig, im Übrigen nicht nur im Osten, sondern auch im Westen. Und von daher begegne ich den Leuten, die was machen wollen, also die da nicht auf der Nölseite sind, sondern ich versuche, die zu stärken, die aus ihrem Leben, aus ihrem Dorf etwas machen wollen und es nach vorn bringen. Und die sich natürlich, ich fühle mich von diesem Spiegeltitel nicht angesprochen, aber ich fand ihn natürlich beleidigend, ja, wegen des Hutes da. Das ist einer der Gründe über die letzten 30 Jahre, würde ich sagen, der dazu geführt hat, dass die Situation jetzt so wissen bei manchen Leuten im Osten ist, wie sie ist, weil die einfach einen Haken dran gemacht haben. Die sagt, dann sind wir halt wir selbst. Und dass diese ein bisschen in die innere Immigration gehen, das halte ich für das Gefährlichste. Und deswegen plädiere ich ja so sehr auch für Neugierde, die so vielen Zuschauer und Zuhörer heute ja auch haben. Vielen Dank dafür. Carsten Schneider, jetzt waren ja gerade Landtagswahlen in Sachsen, in Brandenburg, in Thüringen und Sie sind da überall rumgelaufen und haben sich bemüht und mit den Leuten vor Ort gesprochen. Trotzdem ist das Bemühen sozusagen zumindest nicht in Wählergunst übergeschwappt. Was machen denn SPD und Grüne falsch? Na, ich glaube, Sie können das auch auf die Union mitnehmen, wenn Sie nach Brandenburg gucken, das ist im Kern. Also das ist nicht nur ein Thema der Regierungsparteien, sondern es ist leider, will ich sagen, auch eins der Union, wenn Sie sich das anschauen. Thüringen hat die CDU 22% bekommen, in Brandenburg knapp über 10, das war jetzt auch nicht sensationell. Das heißt, also, wir haben ein Problem in der politischen Mitte der etablierten politischen Parteien, die sehr wenig Mitglieder haben und wo die Zustimmung schwankt. Also nur um Ihnen ein Beispiel zu geben, ich habe meinen Wahlkreis, das ist Erfurt und Weimar, bei der letzten Bundestagswahl gewonnen. Ich habe 4-mal gewonnen, 3-mal hat die CDU gewonnen und trotzdem hatten wir jetzt bei der Landtagswahl dort knapp 10% nur. Das heißt, es ist eine große Volatilität vorhanden und die Leute entscheiden von Wahl zu Wahl. Es gibt aber mittlerweile eine Stammwählerbasis, insbesondere bei der AfD, die mindestens die Hälfte dessen ist, was sie bei den letzten Wahlen bekommen haben. Und das ist natürlich etwas, was mich sehr besorgt, weil es für das Zusammenleben vor Ort
absolut nicht hilfreich ist und weil es einen enormen Reputationsschaden verursacht. Wir brauchen ja Zuzug, Zuwanderung, nicht mehr Backwanderung wie in den vergangenen Jahrzehnten, weil es keine Jobs gab. Es gibt jetzt Jobs, und wir brauchen gute Leute. Und die gehen natürlich nur dahin, wo sie auch willkommen sind, das Gefühl haben, auch haben, dass sie willkommen sind. Und das ist die besondere Herausforderung. Da kann ich nicht alles lösen, aber ich versuche es zumindest ein bisschen besser zu machen. Steffen Mau, Sie sagen in Ihrem Buch, die Ostdeutschen per se jetzt als Demokratie müde oder sogar feindlich zu bezeichnen, das sei wirklich zu kurz gegriffen. Und Sie beschreiben auch so ein Momentum, was es 1989 während der Montagsdemonstration gab, so ein kurzes Moment, in dem Ostdeutsche sich selbst ermächtigt, politisiert gefühlt haben, auf die Straßen gegangen sind. Und dieses Moment war dann ganz schnell wieder vorbei, weil die etablierten Parteien der Bundesrepublik sozusagen dann in den Osten gekommen sind und solche Institutionen wie die runden Tische nicht weiterverfolgt haben. Wir haben jetzt die Situation, dass weniger als 1% der Ostdeutschen überhaupt in Parteien engagiert sind. Sie skizzieren ja so ein paar, sag ich mal, Ansätze, in denen Sie nach vorne blicken, mit denen man zumindest die Ostdeutschen wieder ein bisschen mehr dafür begeistern könnte, sich zu politisieren. Welche sind denn das? Ja, vielleicht erstmal noch zu dieser Diagnose, die ich da in dem Buch aufstelle, ist im Prinzip, dass die Flächenausweitung der bundesdeutschen Parteien, bei der SPD war es ein bisschen anders, weil es ja eine Ost-SPD gab, die gegründet wurde und die sich dann mit der bundesdeutschen SPD vereinigt hat, dass das nicht besonders gut funktioniert hat. Ne? Man hat einfach gesagt, okay, es wird jetzt alles ganz genauso und hat nicht berücksichtigt, dass es andere Mentalitäten gibt, andere kulturelle Voraussetzungen. Das ist damals, jetzt muss ich meinem Fach mal wirklich auf die Schulter klopfen, von meinen Lieblingskolleginnen und Kollegen alle schon vorhergesagt worden, dass man nicht einfach Institutionen irgendwo implantieren kann, ohne den sozialen Unterbau zu haben. Aber diese Vorstellung galt damals und die Wahlergebnisse haben den Parteien zumindest zeitweilig auch recht gegeben. Ne? Also die CDU hat wahnsinnig gewonnen, absolute Mehrheiten in Thüringen und Sachsen oder SPD in Brandenburg. Und da sah das alles so aus, als würde das eigentlich sehr ähnlich werden. Eher ein Nord-Süd-Gefälle. Im Norden sozusagen die SPD stärker und im Süden dann die CDU. Aber de facto hat das eben nicht stattgefunden. Wie gesagt, diese Parteimitgliedschaften sind sehr schwach. Es gibt keine parteibezogenen Milieus. Interessanterweise das nur als Fußnote, die CDU hat ja die Ost-CDU mit aufgenommen, hatte 1990 130.000 Mitglieder im Osten, jetzt haben sie noch 30.000. Und ob sie es glauben oder nicht, jetzt muss man sich wirklich festhalten, die FDP hatte 1990 mit der Aufnahme von zwei ostdeutschen Blockparteien, der LDPD und der NDPD, 70.000 Mitglieder in Ostdeutschland, jetzt haben sie noch 6.000. Und wenn Sie sich dann die Altersstruktur der Verbleibenden anschauen, dann können Sie sagen, dass das dann in ein paar wenigen Jahren nur noch 3.000 sind. Also es sind eigentlich Bonsai-Organisationen. Auch die SPD hat letzten Endes in Brandenburg so viele Mitglieder, wie sie Ämter zu vergeben hat, hat Matthias Platzek mir mehrfach bestätigt. Und dann ist wirklich die Frage, wie kann man eine politische Kultur bespielen? Das ist meine Ausgangsfrage. Wenn ich mit Parteienvertretern spreche, und Carsten Schneider wird das wahrscheinlich ähnlich sagen, wir müssen Mitglieder einwerben, wir müssen wieder in die Fläche gehen, wir müssen vor Ort präsent sein. Ich bin trotzdem skeptisch, dass das als Patentrezept ausreicht. Nicht, weil ich Skeptiker der Parteiendemokratie oder der repräsentativen Demokratie bin, ganz im Gegenteil. Ich würde mir das wünschen, dass es so wäre, aber ich halte es für eine unwahrscheinliche Entwicklung, dass man jetzt das Ruder so ohne weiteres rumreißen kann. Und deswegen sage ich, wir müssen andere Partizipationsmöglichkeiten finden, um die Entfremdung auch vom politischen System zu verringern. Es gibt ja viel angestauten Frust, Carsten Schneider hat das gesagt, viel Unmut, der sich festgesetzt hat. Und ich plädiere eben für Bürgerräte, nicht als Allheilmittel, auch nicht als einziges Instrument, aber doch als Erweiterung demokratischer Mitmachmöglichkeiten. Wozu sind Bürgerräte gut? Das sind Gremien, da sind Leute per Losverfahren hineingelost. Sie entscheiden über ein spezifisches politisches Problem, häufig im kommunalen Kontext oder auch auf der Ebene von Bundesländern. Der Vorteil von Bürgerräten ist, sie sind relativ immun gegen den Vorwurf, dass sich das jetzt irgendwie eine Elite ausgedacht hat oder die oben das entschieden hätten.
Bekanntermaßen werden radikale oder extreme Positionen in Bürgerräten eingehegt und die stille Mitte in der Gesellschaft, die oft nicht so stark sichtbar ist, setzt sich besser durch. Und es werden häufig auch sehr sachgemäße und sehr gute Entscheidungen getroffen. Also wenn man sich jetzt, es ist kein neues Instrument, es gibt in Deutschland schon über 300 Bürgerräte, die gelaufen sind. Also es gibt schon viel praktische Erfahrung, es gibt auch viel Begleitforschung dafür. Und da würde ich sagen, das wäre etwas, was wir versuchen können. Das heißt nicht, dass die Parteien denn hinten runterfallen. Ich hatte neulich eine Veranstaltung mit jemandem, die auch mal einen Bürgerrat mitgemacht hat, die ist hinterher dann in die SPD eingetreten. Also man kann auch Leute finden, die sagen, Politik macht richtig Spaß. Ich kann auch andere Leute überzeugen. Es ist irgendwie interessant, sich damit zu beschäftigen und die dann darüber möglicherweise auch zu Parteien kommen. Also wie gesagt, es ist eine Erweiterung oder ein Anbau an das Haus der Demokratie, wie ich gerne sage. Es ist kein Ersatz der repräsentativen Demokratie. Ich habe das so gelesen und dachte so, ach Mensch, der Mao, der macht sich richtig Gedanken, endlich mal einer, der einen Lösungsvorschlag hat. Und dann habe ich mir so überlegt, ich laufe durch die Uckermark oder irgendwo anders und frage dann so, willst du bei meinem Bürgerrat mitmachen? Und dann habe ich gedacht, also wie kriege ich denn Leute in den Bürgerrat, die gar keinen Bock haben, sich mit Politik zu beschäftigen, davon überzeugt, dass sie jetzt in diesen Bürgerrat denn reinkommen? Also, Sie haben das ja selber gesagt, nur weniger als 1% der ostdeutschen Wahlberechtigten sind Mitglied in einer Partei. In einigen Jahren werden das vielleicht nur noch 0,5% sein. Das heißt, der Pool von Menschen, die sozusagen überhaupt ein Amt oder ein Mandat übernehmen können, wird immer kleiner. Auf der kommunalen Ebene, bei den Landräten und den Bürgermeistern, haben wir an die 50% von Leuten, die ohne Parteibuch dort ihr Amt ausüben. Da ist das im Prinzip schon Praxis. Sie sollen gelost werden und dann wird es Leute geben, die das nicht machen. So wie jetzt auch 30% nicht zur Wahl gehen oder 35%. So auch ganz, wie auch ganz viele sonst niemals irgendwie ein politisches Mandat anstreben würden. Wir haben ja jetzt schon eine Situation, wird in der Politikwissenschaft breit diskutiert, dass die Repräsentativität des Bundestages extrem gering ist. Ich weiß nicht, wie viele Handwerker oder Facharbeiter noch drin sind. Das ist ja so ein Krupalla-Thema, dass er sagt, ich bin irgendwie der letzte Handwerksmeister, der ein Bundestagsmandat hat. Alle anderen sind, jetzt müssen die Buceres Law School Leute mal weghören, sind Juristinnen und Juristen. Dass man das im Prinzip verbreitet. Und bei den Bürgerräten hätte man natürlich einen Bevölkerungsquerschnitt. Das sind sogenannte Quotenstichproben. Also es ist nicht so, dass jetzt nur irgendwie Professoren, die dann gefragt werden, da sagen, hurra, ich gehe da rein, weil ich da gerne große Reden schwinge, sondern man versucht dann entsprechend nach Alter, nach Stadtland, nach Bildungsgrad oder Einkommen, Geschlecht, die so wie der Querschnitt der Bevölkerung ist, so aufzufüllen und jeweils sozusagen entsprechend dieser sozialen Merkmale Leute auch zu rekrutieren. So hat man das bei dem Bürgerrat für Ernährung, der ja bundesweit schon gelaufen ist, auch getan. Mhm. Carsten Schneider, was halten Sie davon? Aber erstmal will ich sagen, dass man nicht immer den Osten nur als den Problembär der Nationen betrachte, sondern in vielen Punkten auch als Vorreiter und als Seismograf auch für gesellschaftliche Entwicklung. Und ein bisschen ist es ja meine Aufgabe, jetzt nicht immer nur das Negative, das machen schon die anderen genug zu sehen, sondern was wäre Hamburg ohne die Ostdeutschen? Was schätzen Sie, wie viele Hamburgerinnen und Hamburger haben ostdeutschen Migrationshintergrund? Ich weiß nicht, ob die Strichprobe, die wir jetzt hier machen würden, repräsentativ wäre. Ja, es sind 110.000. 110.000? Okay. 110.000, sehr, sehr viele, ja, die das Land verändert haben. Und es gibt also nicht nur seit 1990, den 3. Oktober, den Anschluss Ostdeutschlands an Westdeutschland, sondern es gibt ein neues Land. Und ich glaube, dass es vielen nicht klar ist, dass sich das Land auch komplett nochmal verändert hat in der außen- und sicherheitspolitischen Dimension, aber natürlich auch in der Aufstellung. Und einiges, das ist ein bisschen der Punkt des Gefühls der Übernahme, oder manche benutzen auch das Wort, der böse Wort der Kolonisation, ich mache mir das nicht zu eigen, aber einige der Punkte auch aus dem Leben der Deutschen Demokratischen Republik, nämlich die Frage von Kinderbetreuung zum Beispiel, von Emanzipation von Frauen, von Frauen in Ingenieursberufen und. Er hat ein Parallelleben erstmal nur seit 90 geführt und hat dann langsam die Gesellschaft verändert. Ich glaube, das ist das etwas, was, wenn man das von Anfang an
als eine Bereicherung auch mitgesehen hätte und das auch mit aufgenommen hätte, hätte sicherlich ein Stück weit die Wut, die jetzt auch ein bisschen herauskommt aus einer Situation des immer minderwertig Abgeschriebenen. Also wenn es Berichterstattung gibt, ist es meistens negativ über Ostdeutschland. Ich habe ein neues Clipping gesehen an der Uni Leipzig. Es passt dann halt so gut. Und dagegen wehre ich mich. So, und jetzt komme ich zu diesen Bürgerreden. Ich finde diese Idee interessant. Ich öffne mich dem zunehmend mehr, indem ich verschiedene Diskussionen dazu auch geführt habe. Aber im Kern leben wir in einer repräsentativen Demokratie. Wir können froh sein, dass es so ist. Die Zahlen, die Stefan Mauer genannt hat, zu den Parteimitgliedern, die stimmen leider. In ganz vielen Bereichen habe ich eine Abstinenz überhaupt des Politischen, zumindest in einer Mitgliedschaft in einer Partei, insbesondere im ländlichen Raum. Wir haben einen großen Anteil ländlichen Raum in Ostdeutschland. Da gibt es nicht so viele Metropolen, aus Leipzig, Berlin, vielleicht auch Dresden. Rostock? Rostock unbedingt, ja. Ja, ich habe jetzt Erfurt auch nicht genannt, aber ich wollte jetzt auch nicht, ja, Metropole, wenn man in Hamburg ist, das ist ja vielleicht noch ein bisschen zu aufdringlich. Und das prägt natürlich auch das politische Bewusstsein. Den letzten Jahresbericht vom letzten Jahr habe ich anhand der Schnittstelle Stadt-Land gemacht. Und da sind die Ähnlichkeiten zwischen Pirmasens und Bad Lauchstädt größer und die zwischen Hamburg und Leipzig auch. Und deswegen sind die Frage des Stadt-Land-Divides in allen westeuropäischen Ländern, wir werden das ja bei der Wahl von der US-amerikanischen Präsidenten sehen, etwas, was prägender ist und wo ich dann mal den Blick auch außerhalb dieser Ost-West-Schere nehmen würde, sondern sagen, eigentlich ist der Stadt-Land-Konflikt noch viel wichtiger und prägender auch in unserem System. Ja, ich würde noch mal einen Punkt aufnehmen, den ich wichtig finde. Carsten Schneider hat gesagt, okay, wenn der Westen jetzt immer die Referenzgesellschaft ist und man gar nicht sieht, sozusagen, was der Osten eingebracht hat. Und er hat natürlich absolut recht damit zu sagen, viele Transformationen des Westens sind durch die Hintertür passiert, ne? Also die hat man eigentlich nicht ins Schaufenster gehängt, aber es sind unglaublich viele passiert, ne? Also die Entwicklung der Kinderbetreuung hat er genannt, auch die Thematisierung des Gender Pay Gaps, den es im Osten so nicht gibt. Es gibt sogar Landkreise, wo Frauen mehr verdienen als Männer. Im Westen, da würde ich sagen, gibt es eine extrem starke Beharrungskraft, ne? Verändert sich nur sehr langsam, und viele Unterschiede zwischen Ost und West sind auch völlig unproblematisch, ne? Also im Westen ist die Tennisplatzdichte höher, dafür im Osten die Golfplatzdichte. Das gleicht sich dann wieder so ein Stück weit aus. Und wir haben natürlich auch Entwicklungen, wo der Osten eben selber Vorreiter war, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel die Frage des Zusammenhangs von Eheschließung und Kinderkriegen, ne? Im Westen hat man, sobald man schwanger war, sofort geheiratet, weil man natürlich irgendwie die kirchliche Weihe und die ganzen rechtlichen Absicherungen braucht. Im Osten war das völlig entkoppelt, ne? 30% der Kinder 1989 sind im Osten außerhalb von Ehen geboren worden, im Westen weniger als 10%. Wie sieht es heute aus? Heute sind es über 50% im Osten. Der Westen 30% hat sich verostet, ne? Also da gibt es sozusagen einen Trend in die andere Richtung. Und wenn man das sich ein bisschen Fernwärmenetze, Anschluss an Fernwärmenetze, Anteil regenerativer Energien. Also wenn man sich das so anguckt, dann sieht man auch manchmal, dass der Osten auch Vorreiter sein kann und dass sich das Bild ein Stück weit differenziert. Aber bei vielen anderen Fragen, bei diesen ökonomischen Fragen, ich habe ja in meinem Buch diesen Begriff Ossifikation benutzt, und Medizinerinnen und Mediziner kennen den, weil sie wissen, das hat was mit Verknöcherung oder Ausbildung von Narbengewebe zu tun. Aber der ist natürlich so schön doppeldeutig, dass ich mir den nicht entgehen lassen konnte. Und der bezeichnet eigentlich so Prozesse der Verholzung oder der Verstetigung. Also bestimmte Sachen im Ost-West-Verhältnis, die bleiben einfach so. Das ist so ähnlich, wie wenn man eine Ehe eingeht oder eine Partnerschaft und da paart sich eine große und eine kleine Person. Ja, die treffen sich nach 30 Jahren natürlich auch nicht in der Mitte, sondern die Physiologie, die Physiologie bleibt relativ ähnlich. Man entwickelt natürlich gemeinsame Dinge,
Aber sozusagen die Ursprünge des Ganzen bleiben auch ein Stück weit bestehen. Und so ist das hier bei vielen Fragen auch. Ostdeutschland wird immer ländlicher bleiben als der Westen zum Beispiel. Wird auch kein Ruhrgebiet entwickeln und Hamburg wird auch nicht irgendwann an der Oder liegen. Ne? Also da kann ich Sie beruhigen hier. So weit geht es dann mit der deutschen Einheit auch. Herr Mau, ich freue mich auf Ihren Beziehungsroman, den wir dann demnächst auch noch... den wir dann demnächst auch noch lesen können und dann hinterher zusammen besprechen. Herr Schneider hat es gerade schon angesprochen, also ländliche Räume. Und bei ländlichen Räumen haben wir viel mehr im Osten. Und da haben wir diese Besonderheit, auf die Sie auch eingehen in Ihrem Buch, die aber aus meiner Perspektive zumindest, wenn man so das Wahlverhalten betrachtet, noch nicht so eine große Beachtung gefunden hat, wo ich mich immer frage, warum denn? Und es geht um die sogenannte demografische Maskulinisierung. Also das sind ganze ländliche Räume, wo es viel, viel mehr Männer gibt, sozusagen, weil die Frauen alle abgewandert sind. Da können wir auch noch mal drüber reden, warum das so ist. Und jetzt sozusagen die Männer, da gibt es auch Studien zu, perspektivisch eher dazu neigen, sozusagen auch restriktive Wertekonstrukte anzunehmen. Also dann sich vielleicht auch eher sozusagen in konservativen Milieus bewegen, aber auch eher zu rechtsextremen Neigungen neigen, a.k.a. auch eher AfD-Wählende sind. Können Sie das uns nochmal herleiten, was da los ist mit den ostdeutschen Männern und ob jetzt die Lösung wäre, alle ostdeutsche Frauen irgendwie wieder zurückzukarren, damit die wieder klarkommen? Oder mit was für einem Problem haben wir es hier zu tun? Ja, Carsten Schneider hat schon gesagt, dass sozusagen Stadt-Land gibt es riesige Unterschiede in Ostdeutschland. Die sind sogar noch größer als im Westen, im Wahlverhalten, in der politischen Kultur. Und dieses Phänomen betrifft vor allen Dingen die kleinen und Mittelstädte und die ländlichen Räume, nicht bezogen auf die gesamte Bevölkerung, sondern bei den Leuten zwischen 25 und 40 oder auch zwischen 50 und 60, kommt je nach darauf an. Es gab einmal eine Abwanderungswelle in den 90er Jahren, da sind 60% derer, die aus dem Osten weggegangen sind, sind weiblich gewesen. Generell gibt es auch global eine Feminisierung der Migration. Warum? Weil jedenfalls der Arbeitsmigration, nicht der humanitären Migration, weil die Dienstleistungssektoren eine größere Rolle spielen. Früher sind Männer dann eher in den Industriesektor gegangen. Wenn man sich die sozusagen Fachkräftezuwanderung der 50er und 60er Jahre anschaut, war die sehr stark männlich. Die sind dann irgendwie ins Ruhrgebiet oder zum Daimler oder so gegangen und haben da gearbeitet. Das ist heute nicht mehr der Fall. Ja, wenn Männer in den Westen gegangen sind, sind sie wahrscheinlicher auch zurückgekommen als Frauen. Frauen sind häufig geblieben. Warum ist das der Fall? Ich muss wieder ein bisschen Partnerschaftssoziologie machen. Gerne. Weil man könnte die deutsche Wiedervereinigung aus einer Geschlechterperspektive eigentlich so interpretieren. Der Westen hat den männlichen Teil übernommen und der Osten den weiblichen Teil. In den 1990er Jahren waren 80% aller Ost-West-Beziehungen bestanden aus einem Westmann und einer ostdeutschen Frau. Warum ist das so? Ja, weil es ein ökonomisches Gefälle gab. Frauen verpartnern sich meistens statusgleich oder statusaufwärts. Das heißt, die Männer, ostdeutschen Männer, die nach in Westen gewandert sind, haben die untersten sozusagen Plätze der betrieblichen Hierarchie eingenommen und sind in der Regel Single geblieben. Ich übertreibe ein bisschen. Ne? Die Frauen hatten Arbeitsmarkt, aber sie hatten auch einen Partnerschaftsmarkt. Viele haben dann westdeutschen Partner gefunden und wenn man eine Familie gründet und vielleicht sogar Kinder miteinander kriegt, dann ist die Integration eigentlich schon gelungen. Das hat ostdeutschen Männern nicht so geklappt. Das heißt, die sind dann überproportional wieder zurückgegangen oder da geblieben. Und dann haben wir ein zweites Phänomen, das auch sehr interessant ist. Und das heißt, dass wir 1989 bis 92 einen Geburtenrückgang hatten von über 50%. Wenn Sie wissen, dass Männer in der Regel 3 Jahre älter sind als die Frauen bei den meisten Partnerschaften, dann haben Sie sozusagen eine Geburtskohorte 1989, Männer, die treffen dann auf Frauen, die 1992 geboren sind, aber das sind weniger als 50%. Die Gleichaltrigen sind häufig schon weg, das heißt, die bleiben überproportional Singles. Und das führt eben auch, also solche Ungleichgewichte der Kohorten führt eben auch zu, ich entschuldige, dass ich jetzt ein bisschen soziologisch das aushole. Ich finde das sehr interessant. Aber ich glaube, diese Demografie ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor.
Also da zählt natürlich die Abwanderung dazu und dann zählen sozusagen diese ungleichen Geschlechterverhältnisse dazu. Und das führt eben dazu, dass wir in vielen zum Beispiel Landkreisen in Thüringen manchmal so Geschlechterverhältnisse haben. Das Maximum ist dann in dieser Altersgruppe 25 plus X, dass da irgendwie auf 100 Frauen 140 Männer kommen. Und da wissen wir aus vielen Forschungen zu Männerüberschussgesellschaften, dass da häufig der Testosteronspiegel höher ist, dass es eine maskuline Kultur gibt, die über Körperlichkeit, über Dominanzverhalten funktioniert und dass es natürlich gleichzeitig auch eine Verunsicherung des Männlichkeitsbildes gibt. Und dann kommt Maximilian Krah daher, raucht eine dicke Zigarre und sagt, wenn du rechts bist, bist du ein richtiger Mann. Der sagt dir natürlich genau das Falsche, dann werden sie natürlich auch keine Frau finden, noch schlechter. Die Frauen wollen natürlich... Die Frauen sind ja alle schon weggegangen und die noch da sind, die wollen natürlich nicht solche Typen haben. Ne? Also der gibt denen eigentlich für den Partnerschaftsmarkt völlig ganz schlechte Empfehlungen. Aber sozusagen ohne funktionierendes Rollenbild und dann mit dieser Dominanz von Männern führt das dann dazu, dass die solchen Leuten hinterherlaufen, zu ihrem eigenen Schaden leider. Um dann noch mal kurz die Kurve zu kriegen. Das heißt, wenn wir es jetzt schaffen würden, ganz viele Frauen wieder zurückzuholen, würde es den Männern dann besser gehen? Brauchen wir einen Frauen aus dem Westen zurückholen? Wir haben ja generell, das ist eine Entwicklung in der gesamten westlichen Welt. Frauen sind extreme Gewinnerinnen des Wertewandels und der kulturellen und gesellschaftlichen Liberalisierung. Ja, Gott sei Dank, in fast allen westlichen Gesellschaften gehen mehr Frauen an Universitäten als Männer heute. Das ist eine wirklich stille Revolution, die da stattgefunden hat, haben wahnsinnig aufgeholt, sind auch natürlich enorme Nutznießerinnen der Emanzipation insgesamt, der Möglichkeiten der eigenen Lebensgestaltung, wenn man das so nennen möchte. Und die wollen natürlich auch modernisierte Männer haben. die Frage ist, selbst wenn die zurückgehen würden, wenn man die jetzt mit irgendwie... Remigrationsanreizen nach Ostdeutschland bringen würde. Selbst dann, ich weiß, diese Partnerschaftsgeschichten, die scheinen die meisten Leute immer sehr lustig zu finden. Okay, aber wenn ich versuche gerade rauszufinden, ob sie eigentlich verheiratet sind oder ja, nicht. Ja, okay. Also selbst, sieht nicht so aus. Selbst dann würde das ja zu einer Situation führen, wo die nicht notwendigerweise zusammenkommen. Das heißt, die Männer müssten sich eigentlich ein Stück weit emanzipieren und modernisieren. So. Darauf möchte ich hinaus. Oh, hätten wir das auch geklärt. Haben wir jetzt auch viel darüber gesprochen, so über dieses Gefühl, ostdeutsch zu sein. So, ich fühle mich ostdeutsch. Und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass gerade so jünger, desto ostdeutscher fühlt man sich. Ich breche das jetzt sehr platt herunter, aber im Prinzip sagen Sie, dass es total interessant ist, dass gerade die Leute, die so um die Wende herum oder sogar noch viel später nach dem Mauerfall geboren sind, sich sehr stark als ostdeutsch identifizieren. Also jüngere Leute sagen ja viel eher, ich bin ostdeutsch, wohingegen vielleicht jüngere Leute im Westen sagen würden, ich bin deutsch oder ich komme aus Köln oder so. Also die haben dann eher so einen Regionalbezug oder so einen eher Globalbezug, aber nicht dieses ostdeutsch. Woher kommt denn das? Ja, sozusagen die Theorie würde erstmal sagen, je älter man ist, desto wahrscheinlicher hat man auch eine ostdeutsche Identität. Also die Stubenältesten der DDR sollten das am stärksten noch für sich für relevant halten. Und im Westen möglicherweise auch diejenigen, die deutsche Teilung miterlebt haben, sagen vielleicht, es gibt Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen. Und für den Westen trifft das auch zu, je jünger die Leute sind, desto weniger sehen die überhaupt Unterschiede zwischen Ost und West. Und bei den Ostdeutschen ist es so, dass es eigentlich bleibt und bei den ganz jungen Generationen ein Stück weit nochmal zunimmt. Und das führt natürlich zu dieser paradoxen Situation, wenn man darüber diskutieren möchte, ja, was ist eigentlich Ostdeutsch oder wir Ostdeutschen sind anders, dann sagen die Westdeutschen, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ist in der Partnerschaft auch immer blöd, ne? Wenn einer sagt, wir haben Probleme und der andere sagt, ich weiß nicht, wovon du redest. Also man kann sich gar nicht über den Gegenstand einigen, um den es eigentlich geht. Wo kommt das her? Naja, man hat ein ähnliches Phänomen bei der Migration, zweite und dritte Generation. Die erste Generation versucht sich eigentlich zu invisibilisieren, also unsichtbar zu werden und irgendwie einzufädeln.
Das ist vielleicht meine Generation oder meine Eltern. Wenn man aber eine sichere Position hat in einer Gesellschaft, dann kann man vielleicht stärker auch so Identitätsfragen artikulieren. Und bei den Migrantinnen und Migranten gibt es eben auch eine Art von Rekulturalisierung in der zweiten und dritten Generation. Also eine aktivere Bezugnahme auf Herkunft, auf Biografie. Das wäre eine Erklärung. Eine andere Erklärung, die, glaube ich, auch wichtig ist, ist, dass es für Ostdeutsche wenig andere Identitätsressourcen gibt und dass es auch eine politische Instrumentalisierung dieser Art von Identität gibt, vor allen Dingen jetzt durch die AfD, zum Teil Bündnis Sahra Wagenknecht, das hat die Linke lange bedient, aber die anderen Parteien haben das eigentlich brachliegen lassen, die hat das nicht interessiert. Sogar in den 1990er Jahren hat man nie über Ostdeutschland geredet im politischen Raum. Man hat immer gesagt, 5 neue Bundesländer. Neulich hat mir jemand eine interministeriale Note zugeschickt, eine Kommunikation zwischen Ministerien, und da wurde gesagt, wir dürfen auf keinen Fall von Ostdeutschland reden. Weil man diese Gemeinsamkeit nicht erzeugen wollte, aber der Hauptgrund war, weil man die Vertriebenen nicht verschrecken wollte, weil Ostdeutschland war ja jenseits der Oder-Neiße-Grenze. Sozusagen deswegen hat man ungern dann über Ostdeutschland in den 90er Jahren geredet. Ist interessant für uns gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber das hat Anfang der 90er Jahre eine Rolle gespielt. Und dann gibt es jetzt sozusagen eine Strategie der AfD, die sehr, sehr clever ist. Die sagt den Leuten, von euch redet man immer als Rückständigen, als diejenigen, die irgendwie in der Demokratie nicht angekommen sind. Und jetzt drehen wir das mal um. Jetzt seid ihr die Speerspitze der Entwicklung. Wir sind die Avantgarde. Wir wollen ja gar nicht so werden wie der Westen, verweichlicht, multikulturell oder wie auch immer, sondern wir wollen national befreiter Raum sein. Das heißt, es gibt ein Identitätsangebot, wo so ein Nachteil plötzlich in einen Vorteil uminterpretiert wird. Und den Leuten einfach gesagt wird, ja, ihr müsst stolz sein, Ostdeutsche zu sein. Das ist irgendwie was Besonderes. Und jetzt findet man ja überall in den Stadien oder auch bei den Parteiveransammlungen, Björn Höcke setzt sich auf eine Simson, DDR-Moped, mit 50 Kubik, setzt sich auf so ein Moped und sagt, ich bin Ostdeutscher. Ne? Und gibt den Ostdeutschen das Gefühl, jetzt wollen Westdeutsche sogar schon Ostdeutsche sein. Wir sind ja irgendwie was Besonderes. Wir sind jetzt das, was eigentlich irgendwie ganz vorne steht. Und damit hat sich der ganze Diskurs für diese Leute jedenfalls in gewisser Weise umgewertet. Wir hatten in Anfang der 2000er Jahre mal eine Diskussion durch einen Soziologiekollegen von mir, Wolfgang Engler, der ein Buch geschrieben hat, Die Ostdeutschen als Avantgarde. Damit meinte der was ganz anderes, nämlich Umbruchskompetenz, Improvisationsvermögen, Chaosqualifikation, irgendwie mit unübersichtlicher werdenden Zeiten umgehen zu können. Und heute meinen die wirklich genau diese Art von rechter Propaganda, die ich jetzt angesprochen habe. Carsten Schneider, ist es cool, Ostdeutsch zu sein? Es hat sich in den letzten 10 Jahren herausgebildet, in Teilen über, es kommt aus den Kurven der Stadien, irritierenderweise natürlich die DDR-Oberliga, bis auf wenige Ausnahmen, ist heute die vierte Liga, Regionalliga Nordost, spielt auch mein Verein. Und in den 2010er Jahren hat sich das aus der Kurve, was immer ein bisschen auch mit Ironie spielt, herausgebildet. Ansonsten bin ich bei den Punkten davon Steffen Maus, ein bisschen auch, wenn man den Leuten immer zu erzählt, die sind alle rechts oder sind, dann nehmen sie es irgendwann an, sagen, da bin ich es eben. Und so ähnlich ist es auch, dass die Leute fühlen sich ja wohl in Thüringen, in Sachsen. Es ist ja nicht so, dass die jungen Männer oder Frauen sich dort nicht wohlfühlen. Die sind damals gegangen in den 90ern, weil es keine Jobs gab. Also ich meine, bin 94 Abitur gemacht. Von meinen 80 Abiturienten sind 60 in den Westen gegangen. Und dann die anderen 20, da sind vielleicht noch 5 oder 6 in Erfurt. Und die anderen sind nach Leipzig oder Berlin. Das heißt, jetzt dreht sich das ein bisschen um. Man musste gehen, nicht weil man das unbedingt wollte, sondern man musste. Und es gehört zu den Verlusterfahrungen von ganz vielen Familien dazu, dass sie allein sind, ja, dass sie sich alleingelassen fühlen. Das kennen ganz viele in Bayern, in anderen Städten wahrscheinlich gar nicht, aber das ist bei uns normal. Und dementsprechend, wenn du auch Karriere machen willst, ich habe eine Banklehre gemacht, wenn ich in den Bundestag gegangen wäre und hätte vielleicht im Finanzbereich ein bisschen mehr machen wollen, als nur Geld einzahlen und Geld auszahlen, dann hätte ich nach Frankfurt gehen müssen oder nach München. Ja, die sind das die fehlenden Sitze und die besten Leute gehen einfach. Und das dreht sich jetzt langsam um. Wir sind auf einem ganz guten Weg. Es ist eine schreckliche Ungleichzeitigkeit. Also auf der einen Seite
nämlich nur Leipzig, haben die EEX, die größte Strombörse der Welt, funktioniert hervorragend, internationale Mitarbeiterschaft, ich habe mit denen gesprochen, die fühlen sich sauwohl. Und auf der anderen Seite habe ich da Wurzen, eine Stadt drumherum, die schon immer unter rechter Pein stand, wirklich Neonazi, stark durchseucht und die mit Leipzig wenig zu tun hat, ein anderes Lebensgefühl prägt. Und ich habe mich natürlich sehr über diese kulturelle Aneignung von Höcke geärgert, weil er kann ja so eine Simson nicht mal auseinanderschrauben, währenddessen ich kann das. Trotzdem hat das alles zumindest methodisch recht funktioniert. Darf ich noch zwei Lesetipps geben, Neumann? Ja? Zwei Lesetipps. Erste ist, ich bin jetzt froh, dass ich das mit den Männern nicht erzählen musste. Das hat jetzt der Soziologe exzellent gemacht. Wäre auch irgendwie blöd, wenn ich das vom Kanzleramt aus erzähle. Aber wer so ein bisschen in die, sich da hineinversetzen will, Jens Sparschuh, kleines Buch, Der Zimmerspringbrunnen, spielt in den 90ern, verkauft einer so Wasserspender-Dinger, macht einen Alex, baut er dann rein, seine Frau macht Karriere, geht dann mit dem Westmann ab und er vertickt im Plattenbau diese Zimmerspringbrunnen. Und man sieht die Demütigung, die Erniedrigung, die Verlusterfahrung von Wertschätzung. Und letztes noch, T.C. Boyle, Hart auf Hart, glaube ich, sechs, sieben Jahre alt, dass die Männer in den USA, in den Bible-Weltstaaten ziemlich gut beschreibt und dann auch den Triumph Trumps letztendlich vorzeichnet. Und das, da gibt es Ähnlichkeiten, vielleicht nicht in den extremen Ablehnen des Staates und der totalen Freiheit, wie das in diesem Buch der Fall ist, von einem jungen US-Amerikaner, der mit der Flinte in den Wald zieht und sich quasi jeglicher staatlichen Kontrolle entzieht und das als übergriffig empfindet, aber auch auch in Teilen von Orten, die ich in den letzten Jahren besucht habe und gut kenne, wo sich insbesondere in der Corona-Zeit, was ein weiterer wesentlicher Einschnitt in unserer Gesellschaft war, ganz harter Einschnitt, wo sich viele in den Städten, in Homeoffice, ihr Leben gelebt haben und sich dann darüber auf Twitter ausgetauscht haben, wie das so ist. Und andere aber Manufacturing mussten, die mussten arbeiten und die hatten noch die Kinder und das musste alles organisiert werden. Und die dann einfach sich nicht an die Regeln gehalten haben, weil sie es nicht konnten. Und also einfach, ich kenne Fälle in Erfurt, wo eine Frau aufgepasst hat auf 10 Kids und die dann in der Kleingartenanlage halt betreut waren, damit sie ein bisschen draußen sind und irgendwie überhaupt funktioniert. Also ein Auseinanderklaffen auch zwischen den Klassen und dieser Konflikt und dann auch in der, weil sie noch dabei sind, sehr stark medial vor allen Dingen das Leben in der Stadt und die Probleme der Menschen mit dem Leben in der Stadt im Mittelpunkt steht und nicht so sehr derer, wie ihr richtiges Leben, zufrieden irgendwo in Friedrichroda oder in Tambach-Dietharz leben und aber sonst nicht vorkommen. Und wenn, dann irgendwie nur so kulturell entwertet, also ein bisschen komisch, essen die da noch Wurst. Ja? Das finde ich, ist, glaube ich, nicht nur reines Ostthema, ist auch in ländlichen Regionen, wenn ich in Hessen-Nord oder in Bayern, im Niederbayern bin, ähnlich und weiß nicht, ob es in Niedersachsen auch noch so ist, aber das scheint mir eine stärkere Bestimmung noch unseres derzeitigen Zusammenlebens in den westlichen Gesellschaften zu sein. Herr Schneider, ich bleibe mal kurz bei Ihnen. Ich wollte die Pole noch mal ausloten. Wir haben jetzt schon Mann, Frau zu Genüge besprochen. Dann haben wir Land und Stadt. Wir haben ja kurz angetippt, dass die Jüngeren sozusagen sich sehr viel mehr ostdeutsch fühlen. Jetzt haben wir gerade bei der Brandenburg-Wahl zum Beispiel gesehen, dass die Älteren aber der SPD den Arsch gerettet haben und die Jüngeren sozusagen sehr viel mehr von der AfD auch über Social Media eingefangen wurden. Das kam immer mal wieder in Interviews, ja, ich habe die wahrgenommen bei TikTok und so weiter und das ist irgendwie auch mein Hauptkanal, wo ich Informationen herkriege. Wie begegnet das Ihnen, wenn Sie so unterwegs sind, zwischen MacPom und Erzgebirge, sag ich mal. Wie kommen Sie da in den Kontakt mit den jungen Leuten und was haben die für eine Erwartungshaltung und wie kann die Politik das erfüllen? Also eingeladen werde ich da so wie gar nicht. Ich muss mich selbst einladen. Es gibt quasi kaum Kontakt zu Menschen, die Politik machen, sei es im Stadtrat oder im Gemeinderat oder in der Stadtverwaltung. Und ich gehe ganz gezielt in die Berufsschulen. Also diejenigen, die Beruf lernen, habe ich auch, Bankkaufmann. Und die bleiben dann meist auch
in der Region. Dementsprechend hat das noch ein bisschen längeren Wert für mich, weil ich dann auch Leute kenne, die in der Region in Zirnau oder anderen Dörfern dann noch da sind. Und das funktioniert meistens ganz gut. Also im Kern haben die auch die Jüngeren, die ich zumindest treffe, eher Angst, dass sich das Leben verschlechtert. Es gibt ja einen riesigen, der, ich meine, Deutschland ist ein melancholisches Land, in Zeiten der Romantiker, ja, sowieso nochmal, aber die meisten Menschen beurteilen ihre persönliche Lebenssituation als gut, wirtschaftlich und auch sozial. Es fehlt so ein bisschen das Wir-Gefühl, das gegen das Miteinander sich unterhaken. Aber allgemein ist die Beschreibung, es ist schlecht. Und das hat viel mit den drei großen Krisen der letzten Jahre zu tun, also Migration 2015, Corona und jetzt vor allen Dingen der russische Angriffskrieg, nicht nur auf die Ukraine, sondern hybrid auch auf uns. Und der ist im Gange, insbesondere auch da, wo es um die Köpfe der Menschen geht. Und da ist Ostdeutschland einfach am vulnerabelsten. Und dementsprechend ist die Fehlinformation, die Bots, die Fake-News, die gemacht werden, die ist dort am größten. Und viele Menschen sind noch nicht im Digitalen so sehr in der Lage, quellenkritisch damit umzugehen, sondern für die ist, jeder kann da was schreiben. Und das, was der Staat schreibt, sowieso erstmal stimmt nicht. Und sowas wird dem anderen geglaubt. So ist das, glaube ich, bei Jüngeren wie Älteren ausgeprägt, was ich politische Überzeugungen am Essenstisch abends auch übertragen haben. Also ich bin mir begegnet, wenn ich heute Jugendweihe rede, Altes haben wir auch noch nicht gesagt, es gibt Ostdeutschland, ist die entchristianisierteste Region in ganz Europa. Hat auch nochmal ein besonderes Geschmäckle, was den Zusammenhalt betrifft. Aber wenn ich dort auf Jugendweihe reden bin und gebe dann den 14-Jährigen ihre Urkunde, und dann gucke ich in die Elternschaft. Da sehe ich viele von denen, die mir früher mit Baseballschläger gegenüberstanden. Und die haben ihre politische Einstellung nicht geändert. In Teilen waren sie Schläfer, also politisch nicht aktiv. Aber sie geben zumindest in beiden Teilen ihre politische Einstellung, Grundhaltung weiter. Und es hat auch, so wie Steffen Mauderstedt im Buch auch beschrieben hat, kein 68 gegeben, also kein Auflehnen gegen den Staat und auch schon gar nicht gegen die Eltern. Im Gegenteil, ich habe oftmals den Eindruck, die Eltern werden sehr stark, ich will nicht sagen glorifiziert, aber schon in Schutz genommen jedenfalls nicht kritisch herausgefordert. Das ist mein Eindruck. Wir biegen so ein bisschen in die Schlusskurve ein. Wir haben viel darüber gesprochen, was es vielleicht an Partizipationsmöglichkeiten gäbe, um Ostdeutsche ein bisschen mehr wieder politisieren. Darüber hinaus gibt es ja aber auch einfach ganz klare sozusagen Benachteiligungen, zum Beispiel wenn wir uns die Führungsstruktur in Deutschland angucken. Der Elitenmonitor im vergangenen Jahr hat das nochmal ganz offensichtlich gemacht, dass einfach, Manuel Hartung hatte es eingangs angedeutet, 12% der Führungsetagen in Deutschland sind nur mit Ostdeutschen besetzt. Wenn ich selbst in meine eigene Branche gucke, in die Medienbranche, dann haben wir 8% Führungskräfte, die irgendeinen Ost-Background haben. Bei der ARD sind es zum Beispiel 2 von circa 20 Chefredakteurinnen, die eine ostdeutsche Biografie haben. Beim ZDF in der Geschäftsleitung finden sie niemanden. Und wenn Sie da in die Verlagslandschaft gehen, sieht das ganz genauso aus. Also übrigens sieht das für andere Minderheiten noch viel düsterer aus. Es gibt auch keine schwarze Chefredakteurin oder Chefredakteur. Das nur so am Rande. Und wenn ich mir das anschaue, gibt auch erst seit einigen Jahren, ich glaube seit 3-4 Jahren, die erste Richterin mit ostdeutscher Biografie am Bundesverfassungsgericht, steht auch in Ihrem Buch. Was hilft denn jetzt hier? Also da helfen ja Bürgerräte auch nichts. Was hilft denn sozusagen, damit wir auch diese ja schon sehr westdeutsch geprägten Machtstrukturen, die ja dann auch eine gewisse Diskurshoheit haben in Debatten, da auch nochmal diverser gestalten können? Ja, da müsste man erstmal eine Problemanalyse machen, woran es eigentlich liegt. Es gibt ja immer so Vorstellungen, die Ostdeutschen würden alle diskriminiert werden und das sei so eine Art von Ossismus, ne? Also wie parallel zum Rassismus. Da wäre ich erstmal vorsichtig, weil wir das nicht ganz genau belegen können. Und das gibt sicherlich für Einzelfälle, vielleicht für Leute, die auch durch Sächsische erkennbar sind und so weiter, ne? Dass da weniger Möglichkeiten gegeben sind, aber Carsten Schneider hört man sein Thüringisch nur an, wenn man sich gut in Thüringen auskennt. Und bei uns hört man es jetzt wahrscheinlich auch nicht, außer dass wir vielleicht Norddeutsch sprechen.
Und es ist natürlich so, Ostdeutschland ist in meiner Diagnose ein Land der kleinen Leute, ne? Also hat ja in gewisser Weise auch die Bundesrepublik unterschichtet. Es ist für einen migrantischen Jungen aus Gelsenkirchen auch sehr schwer, DAX-Vorstand zu werden. Also die soziale Distanz, die man überwinden muss, ist viel, viel größer. Carsten Schneider hat gesagt, die allermeisten Ostdeutschen, die zur Elite aufsteigen, sind auch erstmal weggegangen. Also man muss Ostdeutschland verlassen, um irgendwie eine Aufstiegskarriere hinzulegen, weil es keine großen Unternehmen gibt, weil man irgendwie nicht innerbetriebliche Aufstiege in einen Vorstand dahin hinlegen kann. Trotzdem haben wir vieles versäumt, auch in den 90er Jahren schon. Also ich denke, man hätte ein Förderwerk Ostdeutschland für ostdeutsche Studierende machen müssen oder auch Mentorenprogramme, also so ähnlich wie wir das in anderen Bereichen zur Förderung von Frauen oder von migrantischen Gruppen ja auch schon lange ausprobieren. Es gibt ja jetzt auch schon viele Netzwerke, also dass Ostdeutsche, die zur Elite gehören, dass die sich stärker miteinander Netzwerke bilden. Ich war neulich im Bundeskanzleramt, ich weiß nicht, ob Herr Schneider das weiß, da gibt es ja auch ein Netzwerk mit ostdeutschen Beschäftigten. Da kamen Leute aus anderen Ministerien, das waren 190 Leute, die da mit mir diskutiert haben. Das war irre interessante Veranstaltung. Aber wenn die sich kennenlernen, es gibt einen der berühmtesten sozialwissenschaftlichen Aufsätze, der heißt The Strength of Weak Ties, also die Stärke schwacher Bindungen. Die sagen, wie kommen Leute an Jobs? In der Regel nicht über ihre allerengsten Freunde, sondern über den weiteren Bekanntenkreis. Und diese Netzwerke fehlen den Ostdeutschen. Dann kommt sicher noch Fragen ja von Habitus, kulturelle Passung, Auslandserfahrung. Natürlich, man braucht ein bestimmtes Portemonnaie, um irgendwie ein Auslandssemester oder Auslandsjahr in den USA oder in Kanada zu machen. Aber das sind viele Sachen und die kann man natürlich durch Förderung, aktive Begleitung durch Mentorenprogramme ein Stück weit aufbrechen. Ich bin jetzt in erster Linie erstmal kein Freund der Quote, aber das ist natürlich die letzte Möglichkeit, über die man sowas denken könnte. Aber ich glaube, zukünftig wird es auch schwieriger zu unterscheiden, wer Ostdeutscher und wer Westdeutscher ist durch Wanderungsbewegung, Ost-West-Partnerschaften etc. Also es ist nicht mehr ganz so eindeutig, wie es in der Vergangenheit mal gewesen ist. Gut, an der Stelle wollen wir Sie und euch sozusagen mit dazu holen. Wir haben noch so knapp 20 Minuten, in denen jetzt Fragen gestellt werden können. Hier laufen zwei Leute rum, die Mikros haben. Und es wäre nett, wenn ihr kurz aufsteht, euren Namen sagt, sagt auch gerne, also im Lebenslauf müsst ihr nicht runterrattern, aber wer ihr seid, was ihr macht und was ihr für eine Frage habt, damit wir so ein bisschen einordnen können, ob ihr Parteifunktionär seid oder nicht. Und an wen die Frage dann am ehesten geht, das wäre auch nett, wenn ihr das mit sagt. Jo, schieß mal los. Mein Name ist Marvin Keimbach, ich bin hier Student in der Examensvorbereitung. Das Thema der Veranstaltung war ja, was bewegt den Osten, ein politisches Gespräch nach den Landtagswahlen, wo die AfD zum Teil Rekordergebnisse erzielt hat. Und wir kommen meiner Meinung nach nicht drum hin, darüber zu reden, dass Ihr Vorgänger, Herr Schneider, jetzt im Bundestag einen Antrag einbringen möchte, die AfD zu verbieten. Ich fand es sehr erfrischend, dass wir heute relativ wenig über die AfD geredet haben, um das Ganze mal aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Fand ich sehr, sehr interessant. Aber mich interessiert schon, was Sie A, vielleicht von dem Antrag halten, aber B, auch, was Sie glauben, was das für einen Einfluss auf den Osten haben kann, ob das mehr Probleme wegschafft, als es schaffen würde. Dankeschön. Ja, kann ich schnell machen. Ja, hatten gerne. Wir gestern lange in der Fraktion. Ich bin strikter Gegner dieses AfD-Verbotsverfahrens. Schon gar nicht aus dem Bundestag heraus, aus dem politischsten Gremium heraus quasi einen Beschluss zu fassen, ohne dass ich substanzielle Erkenntnisse tatsächlich habe, sich quasi einen politischen Konkurrenten loszuwerden. Die Leute, die die AfD wählen, da gibt es unterschiedliche Gründe. 50% sind wirklich überzeugt, die sind rechtsextremistisch, rechtskonservativ, auf jeden Fall nicht auf der progressiven Seite. 50% fühlen sich aber wegen vielerlei Sachen politisch nicht repräsentiert. Ein der Punkt hat Mau vorhin mit der Frage, wer ist denn da eigentlich im Bundestag zum Beispiel angesprochen. Aber auch bestimmte inhaltliche Themen. Und dass wir am Freitag im Bundestag auch ein hartes Sicherheitspaket beschließen werden, was auch Einschränkungen mit sich bringt, auch was
Finanzfragen betrifft für Asylbewerber, die in Italien Asylbewerberstatus haben und nicht in Deutschland. Das ist eine Reaktion nicht nur auf Solingen, sondern es ist auch eine Reaktion auf die Bevölkerung, nicht auf die AfD, sondern es ist das, was mir politisch in der Bevölkerung sehr oft begegnet. Und wenn ich das sagen darf, ich reise überall durch Ostdeutschland und spreche mich für gesteuerte Migration aus, weil wir das größte Problem in Ostdeutschland, das wir haben mittlerweile, sind nicht Arbeitsplätze und Jobs, die nicht mehr da sind, sondern sind die Leute, die fehlen. Deswegen brauchen wir Rückwanderung. Ich brauche Hamburger, die nach Schwerin gehen. Ist im Übrigen auch billiger in Schwerin. Man kriegt eine ordentliche Wohnung. Die Wege sind kurz. Einen Kita-Platz kriegen sie auch und sie haben deutlich mehr Geld. Ja? Sie müssen auch nicht nach Timmendorf, wenn sie an den Strand wollen, sondern können direkt oben nach Itzehoe gehen. Das AfD-Verbotsverfahren dauert 4 bis 5 Jahre. Es wäre ein Konjunkturprogramm hoch 10 für diese Partei, weil sie sich gerieren könnte als die einzige Widerstandskraft, die es dem etablierten System quasi zeigt, und würde in den Regionen, die ich Ihnen vorhin beschrieben habe, mit da, wo sich an Corona nicht gehalten wurde, da würden Hunderte eintreten. Die sind bis jetzt da nicht Mitglied, die sind da Sympathisant, aber die würden dort eintreten. Da ist Region Manebach im Thüringer Wald, wunderschöner Ort, 40%, 42% Wahlergebnis. Und da sage ich mal so, das ist dann für mich als Sozialdemokraten eine Herausforderung. Da haben wir auch etwas falsch gemacht. Dass das alles nur Menschen sind, die den Staat, so wie wir es nicht mehr haben wollen, das teile ich nicht, sondern teilen wollen sie keine Veränderung oder haben Angst vor Veränderungen, weil die Welt, so wie sie früher vielleicht mal nie gewesen ist, wieder haben. Aber es würde jedenfalls der AfD nur weiter helfen. Und mein Plädoyer ist, weniger über die reden, mehr über die Zukunft reden und versuchen, die Zukunft ordentlich zu gestalten. Dafür auch harte Entscheidungen treffen. Das werden wir in Deutschland müssen. Nach Jahrzehnten des Wachstums sind wir jetzt in einer ausgeprägten Wellephase. Das ist aus meiner Sicht jedenfalls das bessere Instrument als dieses Verbotsverfahren, ich meine, Sie sind alle Juristen, können Sie ja mit dem ordentlichen Verfahren ja auch beschäftigen. Ich bin sehr, sehr skeptisch, dass das Erfolg hätte. Und von daher wäre es ein Pyrrhus-Sieg hoch 10. Hallo, ich bin Nora Held, 28 Jahre alt und auch in der Hamburger SPD aktiv. Ich wollte auch einmal an Carsten Schneider fragen, wie es so für die nächsten Wahlkämpfe aussieht, weil selbst hier in Hamburg hatten wir nach diesem Anschlag auf Matthias Ecke und auch nach anderen unschönen Erfahrungen im Wahlkampf viele Leute, die gesagt haben, okay, wir stellen uns nicht mehr auf die Straße, wir machen keinen Haustürwahlkampf mehr, wir bleiben in der Partei, aber wir wollen uns da nicht mehr so zeigen. Ich kann mir nur vorstellen, wie das im ostdeutschen ländlichen Raum noch mal mehr ist. Und ich frage mich, wie man es hinkriegt, auch gerade Leute, die auf der kommunalen Ebene politisch aktiv sind, besser zu schützen und wie man das vorhat zu regeln, damit die Parteien vielleicht nicht noch deutlich mehr schrumpfen. Ja, also vielen Dank für das Engagement. Es ist in der Tat so, dass der Ton rauer geworden ist, aber er war auch schon immer rau bei uns. Also wenn Kollegen aus Hamburg bei mir in Erfurt, das ist eigentlich eine nette Stadt, am Anger standen und wir in der Infostadt gemacht, die brauchten nach einer Stunde immer erstmal eine Pause, weil die Leute sind halt sehr direkt, ne? Ein bisschen härter auch in der Ansprache, muss man. Es mag das Thüringische sein, vielleicht, weiß nicht. Ist jedenfalls nichts, was ich besonders schön finde. Und ich versuche, all diejenigen zu stärken und zu unterstützen, die überhaupt gut demokratische Verantwortung übernehmen. Und ich lade auch, so geht ja auch, deswegen bin ich auch viel unterwegs, weil es geht ja auch ein bisschen auch, das Machtsymbol des Kanzleramtes in die Region zu bringen, sagen, wir stützen euch, ihr seid ja nicht allein. Und dieser Kampf um die Hoheit über die öffentliche Meinung in den Regionen und ob man sich dort noch politisch engagieren kann, wenn man Sozialdemokrat oder noch schlimmer Grüner ist, der findet gerade statt. Da wünsche ich mir, wenn ich das sagen darf, von meinen Landsleuten, dass sie dass nicht die stille Mitte, die ganz stark ausgeprägt ist, die nichts sagt, dass die endlich was sagt und sich wehrt und dass sie den politischen Raum nicht quasi preisgibt dieser aggressiven Minderheit, aber die eine Minderheit ist, aber eine starke. Von daher, ich sehe das auch mit Bauchgrimm und jeder von Ihnen
kann diese Demokratie stärken, indem man eine der demokratischen Parteien, die haben ganz viele, zum Beispiel eintritt und die mit unterstützt. Es geht. Mein Name ist Rolf von Lüde, Uni Hamburg, etwas älter als 28 Jahre. Ich möchte Sie kurz einladen zu einem Vergleich mit einer vielleicht ähnlichen Entwicklung in den USA. Etwa um das Jahr 2010 hat Ali Hochschild, eine amerikanische Soziologin, dort eine spannende Untersuchung der Tea Party-Bewegung gemacht. Und es waren vor allem weiße, alte Männer. Und die fühlten sich ökonomisch, sozial, kulturell von der Mehrheitsgesellschaft entfremdet. Und es spielte eine wesentliche Entwicklung in ihrer Deutung eine Rolle. Das war, dass sie sich auch emotional abgehängt fühlten, dass sie, wie sie sagt, Scham empfanden gegenüber denen, die erfolgreicher waren. Die Hispanos, die an ihnen vorbeizogen, die Schwarzen, die an ihnen vorbeizogen. Und ihre, sozusagen, die Wiederherstellung ihres Selbstbildes passiert dadurch, dass sie autoritäre Typen als ihre Führer ansehen. Sie ist in die Wohnung hineingegangen und hat gesehen, dass dort ganz viel über das amerikanische Militär ausgestellt war. Raketen, amerikanische Soldaten überall auf der Welt, um sich dadurch ihren Status, den sie glauben verloren zu haben und die auch zum Teil verloren haben, wiederherzustellen. Sehen Sie vielleicht bei den AfD-Wählern, ich komme jetzt doch mal auf die zu sprechen, eine ähnliche Entwicklung, dass sie sich so abgehängt fühlen, so voller Scham sind, dass sie sich starke Typen in der AfD wählen? Wir nehmen die Frage mal an Steffen Mau, denke ich mal. Ja, ich habe ja schon mal ein Buch über Ostdeutschland geschrieben, und zwar über dieses besagte Viertel Lüttenklein, wo ich auch explizit Bezug auf Ali Hochschild genommen hat und auf das Buch Strangers in Their Own Land. Also dieses Gefühl, fremd im eigenen Land zu sein, das ist nicht nur in Ostdeutschland verbreitet, das ist auch im Westen relativ weit verbreitet. Wir haben das selber auch empirisch mal als Frage gestellt. Und das hat was natürlich mit der Veränderungsgeschwindigkeit, auch mit der sich steigernden Komplexität der Gesellschaft zu tun. Natürlich auch mit Entgrenzungsprozessen und Migration gehört letzten Endes dazu und auch natürlich mit kulturellen Umwertungen. Und bestimmte Lebensweisen, bestimmte Lebensformen, bestimmte Formen der Lebensführung, die müssen auch in einer sich modernisierenden Gesellschaft Geltungsverluste hinnehmen. Mein Kollege Andreas Reckwitz hat ja gerade ein Buch über Verlust geschrieben. Ich bin noch nicht ganz durch, von da kann ich noch keine Bilanz ziehen. Aber da geht es natürlich genau um solche Prozesse. Wie wird sowas eigentlich verarbeitet? Und Ali Hochschild hat ein interessantes Bild und das heißt, die Vordrängler in der Warteschlange. Auch ein Bild, das wir von Friedrich Merz natürlich kennen. Da geht es um Zahnarzttermine, symbolisch. Aber um solche Themen geht es. Das habe ich auch in der Befragung von Leuten in Lüttenklein. Ne? Die Erfahrung, in der Bundesrepublik anzukommen und das gesamte kulturelle Gepäck oder was manchmal so Lebensleistung heißt, das zurücklassen zu müssen, das hat keine Geltung mehr im vereinten Deutschland. Darauf kann man auch nicht mehr zurückgreifen. Und dann beobachten die, dass plötzlich Migranten, Asylbewerber in das Viertel kommen, nach Lüttenklein. Und da haben die gesagt, das kann doch nicht sein. Wir mussten alles, was wir hatten, aufgeben und uns anpassen. Und das allererste, was die hier fordern, ist ein eigener Gebetsraum. Das hat die Leute wahnsinnig auf die Palme gebracht. Und genau das ist so ein Mechanismus, wo man sozusagen eigene, emotional nicht verarbeitete Kränkungen oder Formen der Zurückweisung verrechnet mit neuen sozialen Erfahrungen. Es ist so eine Art von emotionalisierter Buchführung, wie ich das gern nenne, aus der man offensichtlich nicht mehr herauskommt. Also man fühlt sich immer wieder neu ins Unrecht gesetzt, weil man sieht, da gibt es jetzt andere Gruppen, die melden Ansprüche an und möglicherweise können die sich auch besser positionieren. Ich glaube sozusagen, dieser emotionalisierte Haushalt und diese emotionalisierten Unterströmungen, Statusverlust, kulturelle Geltungsverluste, das ist ganz wichtig, um solche Phänomene zu erfassen. Und das geht jetzt nicht nur um Deindustrialisierung im Osten, sondern es geht auch um den Prozess der deutschen Einigung, der von vielen eben auch nicht nur in beruflicher oder arbeitsmarktbezogener Hinsicht, sondern auch in kultureller Hinsicht als Deklassierung empfunden wurde. Nicht, also jetzt kann man sich, ob zu Unrecht oder nicht, ne, das natürlich
bestimmte Dinge, die aus der DDR kamen, die waren kontaminiert. Die waren auch nicht mehr zu verwenden in der Vereinten Bundesrepublik. Aber letzten Endes alles, was irgendwie aus der DDR kam, auch die ganzen Biografien, das, was Angela Merkel dann manchmal als Ballast bezeichnet hat in der berühmten Hallenser Rede, das ist alles sozusagen im vereinten Deutschland nicht mehr so richtig satisfaktionsfähig gewesen. Und daran leiden die Leute relativ lange und das wird dann immer wieder mobilisiert, wenn sie sich mit anderen vergleichen. Also ich glaube, da gibt es durchaus Parallelen, die man ziehen kann. Guten Abend, mein Name ist Petra Böhm. Ich arbeite wie Frau Reimann auch in den Medien und ich habe eine Frage an Sie, Herr Mau. Und zwar hat mich das Konzept der Bürgerräte sehr überzeugt, seit ich das erste Mal bei Ihnen davon gelesen habe. Und mich würde interessieren, was Sie empfehlen würden, was wir tun müssen, wir als Gesellschaft, um ganz konkret dieses Konzept in den politischen Alltag zu überführen. Ja, jetzt müsste ich Reklame machen. Es gibt auch eine Website, die ist bürgerräte.de. Da kann man sich schon unglaublich viele praktische Beispiele angucken. Ist sehr interessant, wenn man da mal durchläuft. Man kann sich immer Bürgerräte anschauen und mit Leuten reden, die sowas mal mitgemacht haben. Es gibt dort bei den allermeisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern Selbstwirksamkeitserfahrung, die sie in anderen sozialen Kontexten nicht haben. Die hat man natürlich auch, wenn man in eine Partei geht. Und jetzt könnte man sagen, ja, was sind eigentlich die Barrieren? Klar, Carsten Schneider hat recht, jeder kann in eine Partei gehen, aber die Leute tun es einfach nicht. Das ist das Problem. Und sie werden es in Zukunft auch weniger, immer weniger tun. Wir haben ja eine Veränderung der Parteienlandschaft dahingehend, dass wir jetzt eine Partei haben ohne Mitglieder. Bündnis Sahra Wagenknecht. Möglicherweise ist das ein neuer Typus von Partei, die einfach sagt, wir brauchen gar nicht mehr so viele Mitglieder, wir brauchen auch keine innerparteiliche Demokratie, wir brauchen auch keine Ortsverbände, wir brauchen nur so viele Mitglieder, wie wir Mandate haben. Wir wollen auch gar nicht in den Kommunen kandidieren, wir gehen nur in den Landtag und in den Bundestag. Wenn Günther Jauch morgen sagt, ich mache eine Partei auf, vielleicht kommt er über die 5%-Hürde. Es ist nicht ausgeschlossen. Ne? Und das wäre ein anderes Modell von Politik als das, was wir bisher haben, wo die Leute vor Ort irgendwie teilnehmen. Und ja, wie kommt man zu den Bürgerräten? Letzten Endes kann man das überall initiieren, indem man mit den Kommunalvertretern, mit den Leuten aus dem Stadtparlament redet, vielleicht auch ein Problem erkennt, was sich sozusagen in dieser klassischen parteipolitischen Ordnung nicht besonders gut lösen lässt. Wir haben ja viele Themen, bei denen wir uns unglaublich verfransen oder wo sich die Parteien wechselseitig irgendwie behindern, ne, weil sie sich sklavisch an irgendwelche ideologischen, selbstgewählten Vorgaben halten. Ja, vielleicht sollte man die Schuldenbremse in die Hand eines Bürgerrats mal geben und die sollen dann einen sinnvollen Vorschlag entwickeln. Also das sind so Beispiele. Ich glaube, da kann, also wie gesagt, es gibt viele Initiativen, es gibt auch viele Städte, die das schon machen. Auch hier, ich hatte Lüneburg genannt, hier in der Nähe von Hamburg, auch in Flensburg sind die sehr aktiv und da kann man hingehen und sich angucken, wie das gemacht wird und dann vielleicht auch im eigenen lokalen Kontext dann solche Mitwirkungsmöglichkeiten einfordern, entwickeln. Und die Idee ist nicht, dass wir das in der Fläche ausrollen und überall und zu jedem Thema machen, sondern der Vorteil der Bürgerräte ist, wir können die pilotieren. Wir können Pilotprojekte hier und dort machen, immer da, wo es passt. Und wir können daraus lernen, das Format optimieren und wenn es sich dann gut entwickelt, das weitermachen. Wir müssen nichts, was wir bislang an Demokratie und Mitwirkungsformen haben, irgendwie abräumen oder beschädigen. Das ist der große Vorteil, dass wir wirklich in so eine Pilotphase hineingehen können, ohne dass wir das andere irgendwie zerstören müssen. Das andere ist sehr, sehr wichtig, soll eben eine Ergänzung sein. Ja, das irländische Beispiel ist eben deswegen interessant, weil man dort eben ein Bürgerrat zur Verfassungsreform hatte und da ging es um einen auch lange währenden, fast unlösbaren Konflikt zum Abtreibungsrecht und da hat der Bürgerrat einen Vorschlag in einem katholischen Land wohlgemerkt gemacht. Und der ist dann zur Abstimmung gestellt worden und hat eine Mehrheit erzielt und hat zu einer Liberalisierung in einem sehr verfahrenen, parteipolitisch verfahrenen Konflikt geführt. Also die meisten Beispiele für Bürgerräte zeigen einfach, dass gar nicht so schlechte, manchmal sogar verdammt gute Lösungen dabei rauskommen. Vielen Dank dafür. Dann schaue ich mal da hoch. Ja, bitte. Hallo, mein Name ist Nora Hecht, ich bin auch Studentin hier an der Bucerius Law School und ich bin tatsächlich eine, die sich von dieser Spiegelüberschrift angesprochen gefühlt hat. Ich wollte erstmal vielen Dank sagen, dass ich endlich mal wieder bei einem Podium über Ostdeutschland tatsächlich mitlachen konnte.
weil die Menschen, die auf dem Podium saßen, nicht über Ostdeutschland gelacht haben, sondern mit Ostdeutschland. Um ein Zitat der Chemnitzer Band Kraftklub zu bringen: Es ist nicht alles schlecht, aber viel mehr als woanders. Ich glaube, das fasst die Brüche, die ich in meiner ostdeutschen Identität habe, ganz gut zusammen. Deswegen meine Frage zu diesen Brüchen, die es zwischen Ost und West ja natürlich immer noch gibt. Wird es in Zukunft zu einer weiteren Angleichung zwischen Ost und West kommen? Oder ist es vielleicht einfach an der Zeit, dass wir manche Unterschiede akzeptieren? Und zweite Frage, Steffen Maus, Sie sprechen in Ihrem Buch über gesellschaftliche Frakturen, die sich durch die Wende ergeben haben. Wie können wir diese Frakturen heilen? Ich kenne so viele Biografien, die durch die Wende gelitten haben. Menschen, die sich ungerecht behandelt gefühlt haben. Wie können wir gesamtgesellschaftlich diese Brüche heilen? Ist es vielleicht an der Zeit, dass sich entschuldigt wird von Politik, Gesellschaft? Oder wie können wir das anstellen? Danke. Vielen Dank für Ihre Fragen. Ich glaube, die gehen beide in diese Richtung. Ja, natürlich ist es mit einer Gesprächstherapie nicht getan. Das sage ich auch immer. Ne? Also wenn jetzt alle sagen, ja, den Ostdeutschen hört man jetzt mal zu und dann haben die ihre Bühne und so, damit ist es nicht getan. Bestimmte Unterschiede sind struktureller Natur. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch in 10 Jahren nicht 5 DAX-Unternehmen ihren Hauptsitz in Ostdeutschland haben werden. Das ist relativ unwahrscheinlich. Da gibt es eben diese Arten von Verholzungen oder Ossifikationen, die ich vorhin auch schon angesprochen habe. Gesellschaften wandeln sich nicht so schnell. Der Westen wandelt sich auch wahnsinnig langsam. Ne, die Abdeckung mit Kita-Plätzen, da würde man sagen, das ist schon lange ein politisch erklärtes Ziel. Es findet einfach nicht statt. Ne, also da entwickelt sich nichts. Der Gender Pay Gap. Der Westen bewegt sich nicht. Will man politisch beseitigen. Extrem stabil. Da gibt es eigentlich nur Ossifikation im Westen, müsste man dann dazu sagen. Also von daher, einige Sachen werden bleiben. Wie kann man eigentlich diese Brüche heilen? Natürlich ein Stück weit, indem man sie auch erstmal anerkennt. Und der Bundeskanzler hat ja zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin, ich mache ja selten Propaganda für die Bundesregierung, aber der Bundeskanzler hat meiner Ansicht nach eine sehr gute Rede dort gehalten und dann auch in Leipzig ein paar Tage später, die ein Reflexionsniveau hatte, wie sie bislang die Reden zu diesen Jubiläen nicht hatten. Das muss man auch erstmal anerkennen, zum Beispiel, dass er sehr explizit auch auf Fehler in der Wiedervereinigung hingewiesen hat. Mir ging das oft so, ich habe ja dieses Thema schon hin und wieder mal bespielt, dass ich in der alten Bundesrepublik gewesen bin und die Leute haben das immer ganz rigoros von sich weggeschoben. Der erste Reflex war immer, man hätte ja nichts anderes tun können. Die DDR war ja so marode, die wollten ja alle so schnell in den Westen. Und jetzt merkt man plötzlich, nee, man kann auch ein Stück weit, natürlich nicht verbittert, sondern differenziert und vielleicht auch humorvoll über so ein Thema reden, weil das für viele Leute nach wie vor auch eine soziale Erfahrung ist, an der sie bis heute zehren, die für sie auch lebensweltlich extrem wichtig ist. Wenn ich nehme, mein Vater, für den, der im Schiffbau gearbeitet hat, Abteilungsleiter war, das war irre, also der war ja mein Alter, Mitte 50 und der Schiffbau wurde dann abgewickelt, aber erstmal kamen 2 BWL-Studenten aus dem 2. Semester aus Köln und mein Vater hat eine Woche gelernt, wie man Telefon bedient. Und zwar nicht nur Hörer abnehmen und wählen, die Wählscheibe wählen, die es damals noch gab, sondern sich vorzustellen und sein Anliegen vorzutragen. Und ist dann benotet worden von diesen 2 Kölner BWL-Studenten aus dem 2. Semester. Also das muss man sich mal vorstellen, was das für eine soziale Erfahrung für einen gestandenen Mann und wie Vater von 3 Kindern ist, der schon eine ganze Menge auch an Leben mitgelebt hat, der auch den 2. Weltkrieg miterlebt hat. Das ist eben eine wahnsinnige Erniedrigung, über die man auch nicht so schnell hinwegkommt. Und dass solche Geschichten können Tausende, Zehntausende Menschen erzählen. Aber dass sie die überhaupt artikulieren und dass das nicht immer weggewischt wird und dass das ernst genommen wird, ist, glaube ich, eine Voraussetzung, um überhaupt, das kann man sich ja nicht heilen, um irgendwie was, das auch ein bisschen zu bearbeiten. Und dieser Begriff der Frakturen und auch deutet ja schon darauf hin, das sind einfach Brüche, die ein Stück weit auch bleiben, ne? Die
wir können nicht zurück auf losgehen. Die Wiedervereinigung ist so gelaufen. Sie ist im Großen und Ganzen auch vernünftig gelaufen. Aber sie hat eben auch ein paar Fehlentscheidungen mit sich gebracht, über die wir heute, glaube ich, auch offen und relativ ehrlich reden können. Und wenn wir sagen, es gibt so viele Unwuchten im Osten, es gibt dieses Erstarken der AfD, dann ist das natürlich nicht nur auf die DDR zurückzuführen, unter anderem auch, aber eben nicht nur, sondern auch auf die sozusagen die asymmetrischen Vorbedingungen der Wiedervereinigung, auf die Transformationsphase und auch auf eine ganze Menge politischer Fehler, die da begangen sind. Und ich glaube, das muss man auch benennen. Also guten Abend, vielen Dank. Auch an die Mitglieder der Runde. Es war auf jeden Fall eine sehr spannende Diskussion. Klar, es geht jetzt auch nicht nur um die AfD. Der Antrag wurde hier angesprochen. Trotzdem habe ich das Gefühl, das ist schon so ein bisschen der Elefant im Raum, den man irgendwie nochmal ein bisschen auch prononzierter irgendwie thematisieren sollte. Ganz konkret dazu ist jetzt eine Bewertung, aber ich komme auch zu der Frage. Also mir fehlte in dieser Diskussion so ein bisschen, im Englischen würde man sagen, vielleicht der Sense of Urgency, also das Dringlichkeitsgefühl, was da teilweise in ostdeutschen Ländern stattfindet. Also um es jetzt mal zuzuspitzen, es ist ja ein Angriff auf demokratische Institutionen, der sich da sehr unmittelbar zuträgt. Jetzt Thüringen war das beste Beispiel. Und mich würde sehr interessieren, was die Mitglieder des Podiums davon halten, wenn eben so ein Antrag wurde ja gesagt, die Meinung jetzt dazu, aber was sozusagen an ganz konkreten Handlungsoptionen im Raum steht, wie sozusagen demokratische Institutionen und die Zivilgesellschaft sich dieser Angriffe denn erwehren sollen, weil ich finde, das ist schon irgendwie die Dimension, in der wir uns bewegen, und es war auch recht unterhaltsam hier zwischenzeitlich, ich habe auch gerne mitgelacht, aber ich finde, das hat auch schon wirklich einen sehr, sehr ernsten Kontext, ehrlicherweise. Vielen Dank. Danke für die Frage. Ich würde die auch, damit Carsten Schneider sich dann auch noch verabschieden kann, mal an Carsten Schneider zuerst stellen. Ja, ich zitiere auch Kraft Duk Song. Wittenberg ist nicht Paris. Nazis raus rufte sich leichter, da wo es keine Nazis gibt. Der Widerstand in einer Stadt wie Wurzen oder Wittenberg ist gar nicht so schlimm, aber in anderen, wo ich als offensichtlicher Punk oder irgendwie links oder aus dem Ausland kommender es schwerer habe, mich durchzusetzen und auch Widerstand zu leisten, der ist aber umso höher zu bewerten und einzuschätzen. Und ich zitiere nochmal Clemens Meyer, auch ein toller Autor aus Leipzig, der folgende Empfehlung gegeben hat, nämlich den Westdeutschen öfter mal nach Ostdeutschland zu fahren und diejenigen zu unterstützen, die dort, oder es ist die Mehrheit, für eine offene Zivilgesellschaft kämpfen und auch Kultur, also nächstes Jahr zum Beispiel nach Chemnitz in die Kulturhauptstadt Europas zu fahren und vielleicht auch ein Kraftclub-Konzert oder von Blond mitzunehmen, aber den Ostdeutschen auch ab und zu mal ins Ruhrgebiet zu fahren und mal so anzugucken, wie der Status des Lebens und der Lebensumstände dort ist. Also gegenseitiges Interesse, Aufmerksamkeit, Neugier und auch so ein bisschen das, was Steffen Mauer gesagt hat, Geschichten erzählen. Ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass es vielen Menschen allein schon hilft, dass ihre ihre Biografie, ihre harten Brüche, ihre Lebensleistung auch anerkannt wird. Es hat viel mit Anerkennung und Bedeutung zu tun und nicht so weggewischt wird. Das scheint mir ein wirklich zentraler Punkt auch noch mit zu sein. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, ich habe das mit diesem Zukunft, der Manuel Hartung war so nett, auf diese Zukunftswege Ost hinzuweisen. Ich war mal Vorsitzender eines großen Sportvereins in Erfurt, und immer wenn du mal rund 500 Euro brauchst, musst du zu irgendeinem Handwerker gehen oder um da um Sponsoring zu bitten. Das ist weit weg von den Summen, die sonst so da sind. Ganz oft bin ich dann auch zu den Ablegern größerer Unternehmen, die aber bei uns nur die verlängerte Werkbank haben. Da wurde dann gar nichts gezahlt. Das heißt, die Unterstützung der Zivilgesellschaft auch ein wenig, und das ist die Initiative ja auch, mit dem Geld der großen Stiftung, nicht nur
die Beseelten noch weiter zu beseelen, sondern vielleicht ein bisschen die, die es auch noch tatsächlich brauchen, mit den Augenschein zu nehmen, auch wenn es dort vielleicht ein bisschen, manchmal ein bisschen räudiger, ein bisschen lauter, ein bisschen derber ist, aber umso dankbarer. Erscheint mir ein ganz entscheidender Punkt, aus der jeweiligen Komfortzone rauszukommen, die Vorurteile, die man so hat, beiseite zu schieben und sich gegenseitig mit gegenseitiger Neugierde und auch Unterstützung zu begegnen. Dann, wenn Sie das für heute Abend vielleicht mitnehmen und das nach Chemnitz auch fahren, vielleicht auch nochmal nach Erfurt, dann wäre ich schon sehr, sehr dankbar. Und für mich hat sich das jedenfalls sehr gelohnt. Vielen Dank und Grüße nach Hamburg. Ich würde dann ein Bier trinken, wenn es gewesen ist, ja? Ich bitte für das letzte Schlusswort noch Frau Dr. Alexa Meyer-Hammer auf die Bühne, die die ganze Situation hier noch abbindet. Und dann sehen wir uns gleich noch im Foyer. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, auch im Namen der Zeitstiftung Bucerius, für diese kurzweilige Debatte und ganz besonders bei Carsten Schneider, unserem Staatsminister, der sich nicht hat nehmen lassen, trotz wirklich angeschlagenem Gesundheitszustand, sich digital zuzuschalten, weil er eben findet, dass die Ostdebatte viel mehr als bislang auch im Westen und heute Abend in Hamburg geführt werden muss. Ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Steffen Mau für die vielen differenzierten Erklärungen und Einblicke. Deswegen haben wir ihn eingeladen und heute auch ganz überraschend aus dem Feld der Partnerschaftssoziologie. Wir freuen uns auf die nächste Veranstaltung hier. Und natürlich last but not least an Marieke Reimann für die tolle Moderation. Sie kriegen gleich alle noch eine Flasche von unserem schönen Ebelin Weißburgunder, den wir mit unserem Alumni-Verein zusammen entwickelt haben. Und lieber Herr Schneider, wir sorgen dafür, dass die Flasche Heile zu Ihnen auch nach Berlin kommt und nicht unterwegs verdunstet. Und ich möchte mich heute auch noch mal ganz besonders bei unserer Technik bedanken, die es nämlich geschafft hat, ganz kurzfristig Carsten Schneider digital hier mit auf die Bühne zu holen. Und ich bin wirklich froh, dass wir das gemacht haben. So, und bevor jetzt die letzten ungeklärten Fragen gleich mit Marieke Reimann und Steffen Mau unten bei Brezeln und Wein geklärt werden können, bitte ich Sie noch einmal um Aufmerksamkeit und einmal auf den Blick auf unsere nächsten Studium-Generale-Veranstaltungen zu werfen. Es bleibt aktuell und es bleibt politisch. Wenn Sie unseren Newsletter noch nicht haben, melden Sie sich dafür gerne an. Bleiben Sie immer auf dem Laufenden, besuchen Sie unsere Veranstaltungen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns jetzt allen einen schönen Abend, weitere gute Gespräche und bis ganz bald wieder hier an der Law School. Applaus